Das ist mein Preis. Endlich habe ich mal etwas Vernünftiges gewonnen. Es hat sich endlich einmal gelohnt, dass ich immer loskaufe. Ja, sonst gönne ich nur immer so Trostpreise. Leider. Vor etwa 5 Monaten zum Beispiel habe ich ein paar Militärhosen gewonnen. Ja, die vom Schamär gehört haben. Jetzt wissen ihr wenigstens, wo sie angekommen sind. Ja, seit Basel. In Basel habe ich schon viele kleine Preise gewonnen. Zum Beispiel ein Bärli von der Brücke Weihnachtsbeleuchtung. Ja! Oder eine 6er-Sparpackung WC-Papier mit Zeichnungen von Galadrava drauf. Habe ich bei der Finanzierung von der Wetzlarbrücke gefischt. Einmal habe ich bei der IGK einen Stuhl in der Klaren Kirche gewonnen. Einen reservierten, gerade unter den Kanzeln vom Pfarrer. Sie, aber das war kein toller Preis. So jeden Sonntagmorgen, nur mit dem Pfarrer zusammen, macht langsam Mühe und einsam. Aber sie im Stadttheater, im Stadttheater habe ich gerade Stil für ein Familienfest gewonnen. Hey jo, seit der Striebel dir zu Pensionen zusammenstreicht, können die ja nur noch die kleine Bühne bespielen. Oder eine Tauchbrille habe ich von einem von diesen vielen 3 E-Mailen gewonnen. Jetzt darf ich einmal pro Woche im Stocker seine Laubsägeljahre von unten geniessen. So, jetzt will ich aber mal meinen Hauptpreis anschauen. Sie übrigens, wollte ich noch sagen, als ich aus dem Zug hocke und nach Basel gefahren bin, so eingeklemmt zwischen Haufen Heimweh-Basler, die einen durcheinander geschnurrt haben, von Vorfass nach Stückli, und einen Zernst zeigen, besonders beim Charivari. Da sagt doch einer, die sollen doch daheim das Herzblatt, die Lindenstrasse oder das Sepp Flütsch geniessen. Mit dem Karl Moik und dem Reibeisen von der Musikantenstadler, ihre telegrafierten Applaus. Genau wie die Hammerforder seine Scheiße mit Tortenschlachten, die über die Matschiebe senden. Die sind doch wieder Junke und fressen Fleisch mit Hunke. Genau so hat er es gesagt. Eine junge Frau meint, mehr zu Basel sei schon stark von dieser Lederhosen-Mentalität infiziert. Denkt nur ans Schüssli, einen schönen. Auf bald meinen wir selber, Basel sei die schönste süddeutsche Stadt. Hat sie gesagt? Sie, da meldet sich doch einer vom Teig und sagt, Muba und das Volkshaus liege einen am Rhein, im minderen Basel, noch bei der Schwäbischen Alm, dort, wo der Wildmaß Tannenbäume holt und Charivari und das Monster ihre Spielleiter herhaben. Sie, da kommt doch nochmal einen auf und sagt, Teiggaffe mit euren Gichthändli. Ihr nehmt ja Trommelstump bei der Räumerliga. Und beim Piccolo, meint ihr alles noch, da müssen wir saugen statt blasen. Die haben auch das Niveau vom FCB, wo gegen Bümpli shootet. Und von mir hat sich ein Hünnigen, wo gegen Meinisberg auf dem Eis umrutscht. Hat er gesagt? So, jetzt nimmt mich aber wirklich Wunder, was für ein Auto unter dem Tuch versteckt ist. Vielleicht eine Limousine oder ein Sportwagen. Ganz sicher ein japanischer Harikiri oder ein Masakiri. Wenn wir gerne mal schauen. Nein, ein Sohn sei ich schon wieder daneben.
Ältere, Dritte, jetzt kommen wir, geht noch Felix noch Zeiten. Am besten dürft ihr eure Piccolo verbrennen und könnt jetzt hoffentlich wieder zurück in den Geissenstall pennen. So etwas wie ihr gehört doch gar nicht auf die Strasse. Wir sind doch die, die die Leute hören. Wir sind doch die, die die Leute sehen. Auch jetzt ab ins Hügene und trinken bloßen Tee. Und machen ist nicht muff, nicht muff, nicht muff. Und Regen ist nicht off, nicht off, nicht off. Und machen ist nicht muff, nicht muff, nicht muff. Und Regen ist nicht off, nicht muff, nicht off. An und für sich sind so Amöbengruppen uns völlig wurscht und auch vollkommen stuppen, aber doch den Kartonspitz in der Stadt. Und wenn ihr nicht verschwindet, dann malzen wir euch Platz. Hey, jeder Dotz ist im hintersten Krachen. Meint ihr, wir sind unbedingt im Baselfass nach Machen? Da pfifft doch ein Fang jeder Schangi, jedes Lisi, ob sie es können oder nicht. Alle wollen doch da dabei sein. Der Wert von unserem Vortrag brennt knapp hinter drei, da kennen wir denn unsere Tambüre, geschlossen wie eine Mauer und wer drin läuft, ist bedürre. Und dann stehen die Damen und Herren ab dem Land und sicherlich die ganze Zeit im Weg umeinander. Doch vom Mittag an ist vorbei mit dem Spaß, denn da gehört die Schloss vom Spalenbuckel bis zur Schneidergasse. Denn die Mauer geht nicht auf, geht nicht auf, geht nicht auf. Ja, wir räumen auf, räumen auf, räumen auf. Denn die Mauer geht nicht auf, geht nicht auf, geht nicht auf. Ja, wir räumen auf, räumen auf, räumen auf. Also merkt euch jetzt gut, was ich euch erzähl. Wenn du uns nicht hören drummeln, dann verschwindet auf der Stelle. Am besten dürft ihr euch gerade in einem Restaurant verschanzen und geht nicht schleunigst aus dem Weg, denn sonst geht's auf eine Ranze. Und wir sagen es euch gleich so lesen wie vom Batz. Bringen nichts und taugen nichts und sind total verkratzt. Komm, sparen lieber Bier und Porto, liebe Freund. Und haben ein bisschen mehr Respekt vor uns. Der grüne Hund! Thank you.
Fahrst auch mit dem schnellsten Bähnchen von der Welt. Wieso schnellste Bähnchen? Das braucht ja fast 3 Minuten für die Überfahrt. Jo, aber es ist noch nie so schnell eine Baubewilligung erteilt worden. Und es ist noch nie so schnell ein Fahrer aus der Münchner gesettelt. Fahrst auch mit dem schnellsten Bähnchen von der Welt. Wieso schnellste Bähnchen? Das braucht ja fast 3 Minuten für die Überfahrt. Jo, aber es ist noch nie so schnell ein Defizit erklärt worden. Und vor allem ist das Basel noch nie so schnell bis ans Kabel gehängt worden. Guten Tag. Sind Sie Molo oder Modell? Molo, das sieht man doch. An was? An Ihren schwarzen Fingermädchen? Salut zusammen, wie steht's? Geht's los? Und Sie, sind Sie ein Gross- oder ein Kleinbasler? Kein Basler. Also Kleinbasler. Salut Alti, wie läuft's? Bist du zufrieden? Sally Mecke, ja, fast denken du. Es ist noch kein Schwanz von dieser Politprominenz anzugekommen. Ja, die wollen gerade mitgucken, die Wagen oder die Klickenpräsidenten bei den Rambassen auf dem Land. Je, Schätzeli, es kommen 2. Das eine ist gerade der Lederstrumpf von der Basilisken. Und der andere, der gleicht dem vom Expressdienst vom gestutzten Baudepp. Wir müssen selber verhaften, oder teilen sie uns zu, Müsli? Schaut selber, wie ihr zu Schlag kommt. Je, da kommen ja ganze Haufen. Ich glaube, das Röstli-Tremli ist angekommen. Ich kümmere mich jetzt um dir. Also, fängt endlich an. Ja, können dir überhaupt zeichnen? Ja, jetzt sag mir, was keiner kann, das kannst auch du. Und Sie, Meister? Ich zeichne nach dem Motto, wer mich heute kann besorgen, den verschone ich bis morgen. Also wenn der so zeichnen dient wie Schnurren, dann gibt das bestimmt ein Horrorpanoptikum oder ein Schreckmümpfeli. Initiativbögen, wer zur Basler Prominenz will hören und so Basler machen will, muss auch in Basel wohnen. Wer unterschreiben will, anschauen bitte! Sehr wohl. Ist das eine Profilstudie, die Sie von dem her hier machen? Das sieht man doch. Also ich finde, das Profil sieht aus wie ein abgefahrener Winterpneu. Es ist auch der kahle Sturz. Je, jetzt kommt noch Tante Hermine. Und wie der wieder zweigemacht ist. Das Rausch und die Augen, Schätzeli. Die denkt sich halt auch. Lieber gut geschminkt, das schlecht zeichnet nicht. Jetzt halt nur den Latz, du bist doch auch im grossen Rat. Wieso gerade grosser Rat? Er meint halt, auch Sally würde gescheiter sinnvoll schweigen, statt gedankenlos schwätzen. Das ist richtig, das trifft den Nagel auf den Daumen. Kann man da auch noch immer schon fertige Köpfe bewundern? Ja, schauen Sie da, da hat es eine beide fertige. Schauen wir da, der Minu. Noch einmal der Minu. Da schon wieder der Minu. Und da kommt noch einmal der Minu. Da denkt sicher lieber von einem kleinen Basler als vom Leben zeichnet. Sie, Herr Mohler, malen Sie jetzt den Herr rechts von Ihnen. Nein, du liebes Dummerli. Mach doch einmal deine Augen auf und stell sie richtig. Noch sehst du, wer das ist? Also der Herr links.
Polier doch einmal deine Glocken. Du hast ja keine Ahnung, aber da davon ein Haufen. Um Himmels Willen, was soll denn das sein? Das ist doch ein Selbstporträt. Sieh, noch gleich aber der Kopf. Endlich ein von diesen drei versoffenen Ehen, hier am viel Runden. Lassen Sie doch auch einmal den Herrn Striebel ansitzen. Er möchte doch auch gezeichnet werden. Gell, Sie, Herr Striebel, Sie denken auch, lieber vergänglicher Ruhm als ewige Namenlosigkeit. Sie, Frau Vreni, wer ist auch der feisse Pascha, der da wie ein Halbgott von Staffelei zu Staffelei watschelt und sich konterfeien lässt? Das ist der Ivan vom Grill, der Engel im Mohl. Also ein, der sich so viel lässt porträtieren, da kann ich nur sagen, wo die Eitelkeit anfängt, hört die Naivität auf. Schau mal da, Schoselinussgipfel aus der Gluss. Sieht aus wie ein Eierstichel. Yeah, und der herzige Eier töckt ihm an, der Dorfwart vom Schwarzwaldverein. Und da dick und doof vom Stadtfest, der schicke Knallkopf und der Opa-Präsident, der Bauerle-Schosi. Sie, der heisst nicht Bauerle-Schosi, nur Pauli Laschos. Komm, schau mal, wer der neue Mohler ist und was er macht. Es ist der Zäpfli. Er meint gerade Louis Trenker. Nein, das ist der Meier. Sie kommen ja nicht raus. Ja, wählen Meier, sie ist Leo Meier. Der Halbele Meier, der Meier 2 von der Hühlgeschichte oder der Signier Meier? Nein, denkt der Röti Meier vom Komitee. Das sieht ja aus wie der Gründer vom Komitee. Jetzt habe ich gemeint, sie dürfen nur noch 100 Jahre dabei sein. Typisch. Typisch, was ich da nur sage. Keine ist noch dümmer, als sie ist. Zäpfli, ich würde es einmal mit Fuß oder Maul malen probieren, dann geht es vielleicht. Rotschläge sind auch Schläge. Lass mich doch in Ruhe. Mit den Transformer-Netschen oder was die haben wollen, ist auch kein Schwanz draus gekommen. Nicht einmal der Bayer selber. Also seinen kann ich nur wünschen, dass sie Dummheit nicht verlässt. Sonst sind sie ganz allein. Jetzt schauen wir hier. Das schöne Gästensuppe drüben. Und der Schwarz von Basel, das junge Elefantli, der Pambo. Jung ist gut, das ist doch der Beckwilli. Jetzt frage ich einmal die Mohler. Ich habe alle Bilder durchgeschaut. Warum gleichen sich die Köpfe wie einem anderen? Schätzeli, den kannst du nicht ändern. Es ist der Basler Durchschnittskopf, es ist Hans, was heiri.
Pinguin, Pinocchio, Pinscher, Pinner, Girl, oh ho. Pinsel, Pinien, Transal, Pin, Sammlich, Pin, Het, Labene, Sinn. Mes amis de la table ronde, waar ook knapen de lamura. Zeker het een amal woon het wien, zag ik haar, op die laat, zie wat deze zou. Aber schoor geeft men gas, lees probleem met een haas, dat ik verder amal om de vrouw. Hallo, Frau Gitto ist 12. Ogi, sag mir, hast du und bot genug Amitalo-Cheese? Ist das Wetter gut, Frau Gitto? Yes, it's me, Ogi. Tell me, Nicolier, wird's dir beim Fliegen? Arme Mies, wie geht's der Crew? Frau Gitto, los dir auch. Ogi, Freude herrscht dort Bern bei uns im Bundeshaus. That's my last penny, mir hein am Legangs, wenn ich seisch immer im Mond. Der mobile Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Bitte rufen Sie später wieder an. Baby, stot de manli,
und wird im Schott. Es schottert ganz grieslig und ist fast flott. Das muss der Geist vom Schommer sein, meint's Mikkeli von vis-à-vis. Nein, es ist der gestutzte Rest von der Stadtbildkommission. Man will unbedingt über die Grenzen rausgehen und wir ahnen schon, was noch alles möglich ist. Am Griffenmählig gibt's Knödel mit Eisbein und mit Kraut. Sie essen wie das Haut, Gesellschaftsbrüder unter dem Tisch. Tueli sammelt das Lehrachte Magie und wir fragen uns, wie es weitergeht. Mir mögli, auch zum Städtele hinaus, wenn wir's rumleben sehen. Thank you.
Excuse, wo ist Seilbähnli? Es ist justement ab. Das sieht ja noch ganz passabel aus. Wenn ich mich nicht trompiere, können viele Leute das nicht estimieren. Und wenn Bart schneiden. Ich finde das pover und pitoyabel. Das ist präzise, Tupé. Mein Mann wird immer ganz furibund, wenn er das hört. Geht es echt schon noch lang? Das tut mich ampedieren, wenn ich warten muss. Ich habe meine Jesse und meine Neve auf Visiten und sollte einkaufen. Ja, was kochen sie denn? Amelette. Dann Terrine, dann Boulet mit Starzenäri, dann Gruselbeerenkompott und zum Schluss Renegladen mit Gâteau de Milengli. Käse kann ich nicht geben, der hat immer so einen Ogu. Sie sagen sie, was haben Sie auf dem Kopf? Ein Zschäppel? Oder ein Schappendeckel? Ah ja. Und am Hals? Ein Fischchen. Oder ein Gaschne. Und an den Arm? Am Diesel. Aber sagen Sie, haben Sie einen Gellerettli? Oder wissen Sie, was für Zeit das ist? Nein. Aber warum schwätzt ihr so komisch? Ist das Altbaseldeutsch? Nein, nouveau Balois. Seit wann? Seit wir zu den Roman derrière le Röstigraben kehren. Ich stand da in wie jedes Jahr im Larven-Atelier. Nur kommt es mir das Jahr traurig vor, wenn ich die Gesichter sehe. Es wird kein Larven richtig lachen. Es wirkt jede kalt und grimmig. Mein Feuer will das Jahr nicht entfachen. Sie fehlt mir. Fasnachtsstimmung. Früher bin ich noch am Arbeiten in den Liegenkeller gewetzt. Kollegen, die sind nur gegangen, doch haben sie meine Arbeit geschätzt. Hey, wie habe ich hier brilliert, die Formen, Mole gestalten. Wie habe ich geschickt die Köpfe kaschiert vom Stamm und von den Alten. Und auch im Beruf habe ich mit Leidenschaft, vergnügt und gesundem Streben mit grosser Freude für die Firma geschafft. Während 20 Jahre im Leben. Beim Arbeiten gefällt, das habe ich selten. Und spät gekommen, bin ich nie. Doch das sind Werte, die nicht mehr gelten. Darum habe ich auch so Mühe. Darum tut man das Larven machen grüßen. Es stinkt mir nun der Fahne. Am liebsten möchte ich ab und raus. Nur weiss ich nicht, wo hin. Im Geschäft ist die Nachricht gekommen, dass gespart wird. Rigoros. Ich habe es im Anschlagbrett entnommen. Die Firma stellt Leute auf die Straße. Zuerst wird die Tatsache noch verdrängt. Man würde sie ignorieren, weil jeder Mensch im Stillen denkt. Mir kann doch nichts passieren. Doch kommst du dann selber in die Lage und kriegst den blauen Brief. Dann trifft dich das fast wie ein Schlag. Und plötzlich hast du einen Tief. Und bist dann selber davon betroffen. Dann dicker kommst du auf die Welt. Weil es Mut braucht jetzt und Kraft und Hoffen. Und kleine Mal.
auch Geld. Zuerst sagst du, stark machst du auf Humor, gehst gemütlich einbissen und denkst, von mir besteht keine Gefahr, man wird sich um mich rissen. Doch dann wird die Lage dir langsam klar. Du fährst jetzt an, dich zu fragen. Du machst persönlich Inventar und Fragen tun die Blogen. Wie sage ich das daheim der Frau, den Kindern, den Verwandten? Wie sage ich es diplomatisch auch den Freunden und den Bekannten? Wie soll mein Leben weitergehen? Was ist mein Stellenwert? Habe ich noch Mut zum Risiko auf dem harten Arbeitsmarkt? Ich schleiche am Morgen aus dem Bett, so wie es der Papa steht, und schreibe, sofern es noch hat, auf Stelleninserat. Ich gehe dann noch im Laufe vom Morgen ganz düsma und verstohlen, weil niemand weiß von meinen Sorgen. Still gehe ich meinen Stempel holen. Dort sind die Leute, die nett am Schalter. Doch wird es manchmal zu bunt, wenn ein Junge sagt, in ihrem Alter muss man die Stelle annehmen, die kommt. Am Stammtisch haben sie auch nur gelacht und gesagt, bau doch das Requisit. Dann ist auch klar, wer die Larve macht. Der Fritz, der hat ja Zeit. Im Grunde genommen bin ich froh, dass ich jetzt ganz diskret darf in den Glickenkeller gehen. Damit mich niemand sieht. Angetatscht ist mein Selbstvertrauen. Ich lebe im Vakuum. Und jetzt sollte ich noch Larven bauen. Ja, nein. Mir fehlt der Mumm. Und gang ich dann zum Keller raus, dann wird mir Angst und Bang. Weil es einmal mehr mich anfängt zu grüßen, wenn ich ans Postfach gehe. Es wird weder Absagbriefe haben und weder wird die hässig, weil nämlich Gründe für Doria mehr sind als nur gespässig. Meistens schreibt man mir sehr kalt. Für eine Stelle sei es gut und für die andere sei es alt. Kein Wunder packt mich die Wut und auf dem Heimweg muss mich fragen. Was ich meiner Frau erzähle, wenn sie mich einmal mehr dort blogen und fragt, hast du jetzt eine Stelle? Was nutzt das mir, wenn ich als schicke Major darf mitmarschieren und stolz in meiner Fasnacht klicken, als Häuptling darf agieren? Nun, dass ihr, ich möchte krampfen, ich hoffe, ihr die uns begriffen. Ich würde so gern zur Arbeit stampfen und auf die Fasnacht pfeifen. Das Jahr am Fasnacht, Fritz verzicht, was ist da dran, wo klappt? Es wirkt ja da schon jedes Gesicht nur traurig. Fad und matt. Andererseits gäbe es neue Mut, wenn ich marschiere im Schritt. Denn unter der Larve, es ist doch gut, sieht man meine Tränen nicht. Drum, Fritz, du optimistisch denken. 3 Tage darfst du Leben geniessen. 3 Tage lang darfst du die Fasnacht schenken, weil auch das Arbeitsamt dort schliessen. Und schau, denk nicht auch die Larve hier verschmitzt an die Fasnachtspracht. Mir scheint, als heit sie plötzlich froh und zufrieden. Das erste Mal gelacht.
Thank you.
Du, findest du das nicht wahnsinnig? Ein Schneck für eine Fahrt? Nein. 1 Franken ist für Betriebskosten und der Rest ist für die Blutprobe beim Dürri Benziger. Blick in unseren Ueli-Spiegel zeigt uns klipp und klar, als Ueli hätt man schwer in dieser Stadt. In dieser Stadt. Als Ueli wird man zu Basel leider nie zum grossen Star. Wir Ueli bleiben farblos oft und matt. Jua, man sieht das schon am Vogelgriff im kalten Januar. Im Mittelpunkt steht er nur die Wappentier, Wappentier. Es wird ein Griffelei und auch ein wilder Mann zum Star. Und was uns Ueli bleibt, ist unser Bier. Düm, 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 so etwas finden wir nicht gerade in mir halt offenbar. Nicht starre Sinn in unserer Stadt und jeder nur ein Arm. So etwas finden wir nicht gerade in mir halt offenbar. Nicht starre Sinn in unserer Stadt und jeder nur ein Arm. Wenn uns der Lallekönig fress in Zungen rausstreckt, denn finden's alle Menschen es Basel toll. Wenn der Jorus Jori uns mit seinem langen Lalli neckt, denn sei kein Mensch zu dem, der ist ja voll. Na, na, na. Doch wenn ein Ueli um ein Lalzig seine vor uns fährt, denn sei mir lieb vor dem, das ist er. Na, na, doch trinkt der Lallekönig anstatt Wasser unser Bier, denn blieb der Lallekönig mega stark. Denn blieb der Lallekönig mega stark. Mega stark. Oh, das ich spür uns gar nicht platt, will mir halt offenbar. Nicht starre sind vor unserer Stadt und jeder nur ein Arm. Oh, das ich spür uns gar nicht platt, will mir halt offenbar. Nicht starre sind vor unserer Stadt und jeder nur ein Arm. Jeder nur ein Arm. Wenn's Basel grüßt und pfiffen wird, um er und auch um er und Fries, sind Siegerhelden, das nicht ohne Grund. Sind Siegerhelden, das nicht ohne Grund. Wer der zum König wird, der kommt ins Fasnachts. Als Primadonna und das Trommelhund. Als Primadonna und das Trommelhund. Und das Trommelhund. Hier nur werden vom Fasnachts Himmel dort Abend und Welt. Und fühle sich bestimmt der Superstar. Und fühle sich bestimmt der Superstar. Sieh da, sagt Jürgenam, Jürgenam, rückt und rückt und der Dunkel und mein jeder, jeder, jeder nur die Siegernah. Ja, ja, dir, nein, ich ist für uns nicht glatt, weil mir halt offenbar nicht starre sie vor der Stadt und jeder nur ein Arm. Ja, mein ich ist für uns nicht glatt, weil mir halt offenbar nicht starre sie vor der Stadt und jeder nur ein Arm. Wir, wo davon begaffen sind, wir finden das fatal, weil's auf der Welt, wir machen da ein Wett, ein Wett, ein Wett. Zu Europa und im Schweizerland und auch in jedem Tal, ganz gut ist, dass es so viel Nahe hat. Du, ein letzter Blick ins Spiegel zeigt uns Ueli klipp und klar, wir singen das in einer Zufriedenheit, Zufriedenheit. Brucht neben grossen Scharen da und der den Mollen nach, will nämlich nur ein dummer Narr uns herrlich vor der Zeit. Und das, und das.
in der Tuli glatt. Will mir halt offenbar, das sind in unserer schönen Stadt. Was jeder nicht. Thank you.
sind, genau so. Hört doch auf mit dem Schluss! Das tönt ja wie ein Häfer, schön! So, los, jetzt möchte ich von euch einmal wissen, welches Theaterstück wir einstudieren werden, wenn wir nächstes Jahr in Hollywood den Bambo gewinnen. Bambo! Los! Der Preis gibt es nicht für Theaterstück, sondern für besonders gute Filme. Und die Figur, die es zu gewinnen gibt, heisst nicht Bambo, sondern Bambi. Ja, Wunderwisch, das Bambi geht in Gang. Und in Hollywood ist unser Arthur Cohn für seinen erfolgreichen Film mit dem kupferigen Leopard prämiert worden. Bringet mich nicht auf die goldige Palme. Das war kein Leopard, kein Bär und kein Bambi gewesen. Die kleine, rassige, sportliche Figur, die der Arthur Cohn so zärtlich in seinen Händen hatte, das ist der Minuxi! Oski, sag jetzt mal! Oski! Oskar! Also Oski, sag jetzt mal, welches Theater wir aufführen wollen und wer welche Rolle möchte spielen. Also die erste Frage ist doch die, haben wir überhaupt Geld für ein Theateraufführung? Ja, wahrscheinlich nicht. Denn ihr wisst ja, das Geld liegt auf der Bank. Ja. Sofern es der Fortuna Stricker nicht schon geholt hat. So, Schluss jetzt mit dem Lavern. Jeder zeigt mir einmal seine Traumrolle. Aufgrund von meinem jugendlichen Teint und aufgrund von meiner grossen Wandlungsfähigkeit habe ich für mich an die Rolle von der Scarlett gedacht. Du wirst ja schon in der ersten Szene vom Winde verweht. Ja, du schon nicht. An dem war sogar der Hurricane Andrew gescheitert. Also ich würde mich schrecklich gerne mal in einer Rolle sehen, für die man Profil und Charakter muss haben. Ja, also, wenn Profil und Charakter gefragt ist, dann kannst du praktisch jeden spielen. Nochmal nicht, der Hans-Rudi Schriebel, der Rote Stich, der Remo Gysi oder der Armin... Ja, danke jetzt. Aber ich wüsste eine Rolle, die zu deinem charaktervollen Gesicht passen wird. So wähle ich, als jubilierende 60-jährige Globi nach dem Jahrhunderthagelschaden. Übrigens, ich habe meinen Wunsch noch gar nicht geäußert. Ich wünsche mir eine Figur, die mir erhabene und majestätische Gestalt voll zur Geltung kommt. Spielen soll das Stück im herrlichen alten Schloss in England. Und da kommt für mich nur eine Frau von Format in Frage. Das Gespenst von Canterbury! Aufgrund von meiner Ausstrahlung eigentlich eher an eine ordentliche, wirkliche Dame denkt. An die Lady Diana. Das ist gut. Und dann kannst du mit deinem Gesicht wie ein Schlafmittel Fäkel spielen. Ja, und dann hat er mir noch gerade den Titel für das Stück. Die brennenden Weiber von Windsor. Oh, oh. So, Schluss jetzt mit dem Klaven. Jeder sagt mir jetzt nochmal, wer möchte ich sein? Also ich würde schrecklich gern mal der Prinz Charles sein. Da muss ich nicht viel Text lernen. Ja. Und das passt auch noch gerade zu deiner nichtssagenden Visage. Oh. Rundum, du bist bestens geeignet für eine faule Rolle. Sally, Oskar, Sally! Sally, hey, Oskar, komm doch! Aber wenn er wirklich eine faule Rolle spielen möchte, dann könnte ich ihm die Rolle von Saddam Hussein empfehlen. Wieso, wie meinst du das? Ja, immer während dem Charivari sorgt er im Irak für eine Bombenstimmung. Aber der wisst die Rolle, wo du ohne zu denken könntest drauf losschnurren. Weißt du, dann könntest du mal so richtig einfältig, leichtsinnig und gleichgültig an die Leute anschnurren. Ja, meinst du wirklich? Ich könnte glaubwürdig den Christoph Blocher nachmachen. Hey, jo, auch du kannst schneller schnurren als denken.
Ein Sodom hat jetzt den Blocher auch nicht geschnurrt. Sonst hat ihm nicht die Mehrheit vom Schweizer Volk zugestimmt. Ja, was heisst denn doch Mehrheit? Es sind Bergbauern gesehen und ein paar unterentwickelte Kantone. Der Kanton Zürich ist auch für den Blocher gewesen. Ja, ich habe ja gesagt, die unterentwickelten Kantone. So, Schluss jetzt mit dem Theater. Oder besser gesagt, fängt endlich an mit dem Theater. Kasten, wenn Sie dir alle Subventionen streichen. Ja, nur spielen halt auch mehr, anstatt Hauptrollen nur eine Nebenrolle. In Sachen Nebenrollen hat die Schweiz letztes Jahr ein paar Mal die Hauptrolle gespielt. Ja, wo zum Beispiel? Am EG-Gipfel zu Brüssel. Weltausstellung in Sevilla. Winter- und Sommerolympiade. Halt das Land. Mit dem können wir keinen Oscar gewinnen. Ja, aber vielleicht gewinnen wir wenigstens einen Kaktus. Für was denn? Für unsere EWR nicht beitritt. Nein, das geht doch nicht. Warum geht das nicht? Wir können überhaupt nicht mehr gewinnen. Wir spielen doch jetzt außer Konkurrenz. Smoking oder Schlutti. Für jeden Outfit gibt's ne Pin, sogar für Blutti. Da fragt der Schüger, soll ich, falls es kommt, hageln? Die Büsse jetzt als Pin an die Windschutzscheibe nageln. Da flücht sie Spezi und der Fahne, wo wollen wir mit der Schachbanane? An der Ponte Iebig ist von fremden Horden. Die Batz am Wesenstrand im Sturmschritt eingenommen worden. Die Nachricht stimmt doch nicht, die Hennis wollen schellen. Es kann kein so blöd sein und im Ernst das Blättli wellen. Jemand! Meinst du, mich nicht gerieft? Da hat mich ein doch fast entfiert. Weil schießt der Affenfelsen ziemlich abgewetzt Ziege. Zöglet Zolli Affe kurz zur Ziebagi. So wenn auf mein Do eine Putzfrau konsterniert. Herr Doktor, haben Sie weder
doch gemanipuliert. Jetzt wird der Aff, wie es halt so geht, Mitglied vom Verwaltungsrat. Wir haben der größte Graben von Feutersäu bis Genf. Frisst alles Rösti jetzt mit und ohne Senf. Dank dem Euro, nein, was gibt's denn da zu verdüren? Haben wir die größten Erdöpfel und die dümmste Böhre. Ja, nickt der Ogi stumm, Hartöpfel machen dumm. Und jetzt kommt, ganz frisch, wie jeden Tag, heute der Tagesfass. Jetzt haben die Schweizer zu Morioka endlich geschafft. Gold für den Osli aus dem Aachen haben die gehabt. Er sagt beim Interview, ich habe halt meine Liebe als übers Wochenende am Bötzberg kennenlernen. Heinz meint zum Marer Dani, ich gang go schlittle, meinst das kann ich? Schau da, was heisst Kondomeria. Yes, is Hansli, komm da an, schau der Ria. Müsst er laden, ausser sie müsst, gsehn mer i. Ausgerechnet am 11.000 Jungfere Gäste sind. Da meint der Jungferen indigniert, das ist mir jetzt noch nie passiert. Abgefüllt, dann verdrampt und stranguliert. Bei Nacht und Nebel via Birsig abserviert. Die nächsten Augenzeuge sehen das Kämpf im Rechen. Da müssen wir leider weg. Der Wachbig unterbrachen.
Krams. Es ist ein Pack. Aus Allschwil, ein geschmuggelten Abfallsack. Jetzt schlägt die ganze Bein doch nicht, wie wunderbar. Der Schocki-Sprüngli an der Hochzeit Traualtar. Der hat, so hört man munkle, in einer schwachen Nacht auf elegante Beine sieht der Sprüngli macht. Sprüngli macht jetzt Mai, 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 nebst Schocki auch noch Meidli bei. Jetzt nehmen die Städter, meint der böse Fritz von Ammel, in ihre Spittel alles auf, nur keine Rammel. Ich da inne wille, das kann man glatt vergessen. Die Fällen ihre Salmonelle selber fressen. Jetzt satt me wegen der Salmonelle Deier vor dem Schwelle Schelle. Unsere Pambo meint die Elefantentante muss jetzt eine Götti ahnen, möglichst Bekannte. Der Pambo schlenkert sie Rüssel Bambel, Bambel. Noch der Striebel nicht, das ist ein bisschen Trampel. Beim Vöglistall schreit ein Kund, das Porzellan weg, der Striebel kommt. Fire!